In einem herrlichen Revier in Brandenburgs Uckermark treffen sich Christoph Tavernaro und seine Freunde zur Frühjahrsjagd. Ihr Hochwildrevier ist eine 500 Hektar große Enklave inmitten eines riesigen Waldgebietes nordöstlich der Scharfheide. 150 Hektar Ackerfläche, 30 Hektar Wald, viel Grünland und noch mehr Brachflächen sowie Hecken und kleine Schilfinseln in den Senken sind Garant für die ständige Anwesenheit von Rot-, Damm-, Reh- und Schwarzwild. Ein Traumrevier in der Nähe der Autobahn Berlin-Stettin, das ohne große Störungen bejagt werden kann. Was besonders angenehm ist, dass diese Region eigentlich ziemlich unberührt liegt. Wir liegen also relativ weit oberhalb von Berlin in Richtung polnische Grenze, wo eigentlich kaum Fremdenverkehr stattfindet. Die Region relativ dünn besiedelt ist, dadurch, dass keine Industrie vorhanden ist. Von daher ist also auch die Natur ziemlich unberührt. Sie wird zwar besucht, mal zum Spazieren gehen oder mal zum Pilze oder zum Beeren sammeln, aber grundsätzlich, dass man bei der Jagd auf Menschen trifft, ist unwahrscheinlich selten. Trotz der Konkurrenz dreier weiterer Schalenwildarten besitzt das Rehwild hohe Wildbretgewichte. Rehgehörne über 450 Gramm sind keine Seltenheit in dieser abwechslungsreichen Landschaft. Jetzt steht er auf. Ich fahre nachher da durch. Hey, aber nicht meinen Bock durchfahren. Nee, hier oben. Gutes Verständnis zwischen dem Jagdpächter und den Landwirten macht die jagdliche Bewirtschaftung einfacher. Durch die zahlreichen Hügel ist die Übersicht im Revier hervorragend und trotzdem geben die vielen Hecken dem Wild gute Deckungsmöglichkeiten. Der Boden ist arm und trocken. Weite Flächen bleiben deshalb unbewirtschaftet liegen. Sie werden unterbrochen von alten, schlechten Kiefernbeständen, die keiner mehr durchforstet und die dem Wild gute Einstände gewähren. Dazwischen immer wieder Getreidefelder, Hecken und Strauchgruppen, Wasserläufe und Tümpel. Ein Biotop ist mit dem nächsten vernetzt. Auch die Dammhirsche finden in den Feldpartien Ruhe und Äsung. Weit ist das Geweihwachstum noch nicht fortgeschritten. Super. Zahlreiche Jagdeinrichtungen wie Hochsitze und Ansitzleitern, manche noch zu DDR-Zeiten gebaut, erleichtern die Jagd an den Feld-Wald-Grenzen. Die häufig vorkommenden Schilfpartien werden gerne vom Schwarzwild angenommen. 250% hätte das Ding klappen müssen. Gern werden im Kreise von Förstern und Mitjägern jagdliche Erfahrungen ausgetauscht. In zwei Gruppen. Und die Sauen kamen so schön angegrast und einmal frei hingehauen. Außer das stimmt nicht. Beste Voraussetzungen also für erlebnisreiche Jagdtage. Um 4 Uhr morgens geht's raus. Christoph Tavernaro hofft, im ersten Licht Sauen im Getreide anzutreffen. Und richtig, eine starke einzelne Sau steht auf dem Schlag. Keiler oder Bache? Weder Gebrech noch Bauchlinie werden frei, um sicher ansprechen zu können. Vieles spricht für einen Bassen, doch die letzte Sicherheit fehlt. Selbst das lichtstarke Spektiv bringt keine Sicherheit. Also bleibt die Kugel im Lauf. Doch was ist das?
Ein paar Überläufer wechseln direkt auf den am Waldrand stehenden Jäger zu. Christoph Tavernaro versucht, eine der schwachen Sauen ins Glas zu bekommen. Nach den Schüssen spritzen die Überläufer auseinander. Lauf. Wenigstens einer der Kujel liegt mit sehr gutem Schuss. Nach dieser aufregenden Aktion tut eine Zigarette gut. Den Trupp Rothirsche scheinen die Schüsse kaum gestört zu haben. In der Kolbenzeit haben sie ein besonders dickes Fell. Doch die Morgenpirsch ist noch nicht zu Ende. Kraniche streichen vorbei, der aufgehenden Sonne entgegen. Vielleicht klappt es ja noch mit einem Bock. Christoph Tavernaro hat ein Stück Rehwild ausgemacht und pirscht es vorsichtig an. Siehst du ihn, den ersten? In der Tat. Ein schwacher Jährling, der sich beim Äsen überhaupt nicht stören lässt. Ein zweiter, ebenfalls junger Bock, erscheint auf der Bildfläche. Doch das Gras ist einfach zu hoch und versperrt die freie Sicht. Ein wenig später klappt es an anderer Stelle. Es gilt einem ebenfalls schwachen Jährlingsbock. Das Spießböckchen hat sicher den Knall nicht mehr vernommen. Das ist ein super Abschluss. Das freut mich. Das ist genau das, was wir versuchen wollen, gerade jetzt am Anfang an jungen Böcken zu schießen, dass wir von Anfang an ein bisschen Ruhe reinbekommen. Weil das sind die, die hier kein eigenes Revier bekommen, die im Endeffekt nur rumgejagt werden und von daher auch permanent Unruhe reinbringen, weil sie durch die Gegend gejagt werden. Ja, das ist super. Im Gegensatz zum Überläufer wird der Bock an Ort und Stelle versorgt.
total voller Staub. Die ganzen Pollen und dann der Morgentau da drin. Da in der Region vor einiger Zeit Schweinepest herrschte, werden die Sauen nicht im Revier aufgebrochen. In manchen Revieren ist die Schweinepest aufgetaucht, von daher haben wir uns dazu entschlossen, in allen Revieren immer Blutproben zu nehmen und den Aufbruch mit abzugeben, dass also auch in umliegenden Revieren Kontrolluntersuchungen stattfinden. Ne? Wir geben also jetzt alles immer in eine Wildkammer, da wird dann jedes Stück Schwarzwild untersucht, damit man weiß, in welchem Umkreis sich die Pest bewegt. Ne? Ja, dann waren wir raus. Bei einer guten Tasse Kaffee klingt die erfolgreiche Morgenpirsch aus. Christophs Jagdkollege Herr Irsdorf jagt schon viele Jahre in Brandenburg und kennt sich mit den Sauen bestens aus. Die schwarzen Stücken sind meistens Barren und die braunen Stücken sind meistens zu der Zeit Keiler, Überläufer zumindest in der Art. Auch nicht diesen typischen, so diesen lange Gebrech und die lange Federn. Und, ja. Die Wildbegleitscheine werden ausgefüllt, sodass das frische Wildbret dem Verbraucher zugeführt werden kann.